Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und in diesem Video möchte ich dir gerne mal meine Top 5 Rogue Decks vorstellen. Ich bin natürlich wie immer gespannt, welche Rogue Decks siehst du so, beziehungsweise gehst du konform mit meiner Liste oder was würdest du da vielleicht tauschen, beziehungsweise welche Rogue Decks würdest du vielleicht eher reinnehmen, als die ich jetzt hier genannt habe. Von daher lass es mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren und damit haben wir auch genug gequatscht, wir starten direkt rein in das Video. Und bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, möchte ich nochmal kurz Werbung machen für meinen Werbepartner Final Saga, denn dort bekommt ihr nämlich seit neuestem die Dino-Spielmatte bzw. auch die Spielmatte Revival of Power und ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr diese gerne mit Zonen haben möchtet oder ohne Zonen. Und das Besondere hierbei ist, dass ihr immer noch 15% sparen könnt bis zum 1. Februar bzw. könnt ihr 25% sparen, wenn ihr noch meinen Code YAMICHRIS10 mitbenutzt und schon könnt ihr ein Viertel eures Einkaufspreises tatsächlich sparen. Von daher auf jeden Fall mal abchecken, Link dazu findet ihr in der Infobox. Und auf dem 5. Platz befindet sich für mich Dinos. Ja, dieses Deck ist schon gefühlt uralt, aber dieses Deck hat erst letztens Support bekommen und dank des Supports ist es uns möglich, dort sogar die Guardian Chimera drin zu spielen, die uns ja nochmal weiterhilft, einen OTK zu drücken, beziehungsweise können wir dank des neuen Supports sogar auf das Diagramm zurückzugreifen, die uns wiederum erlaubt, uns einen True King unserer Hand hinzuzufügen und das ist natürlich in erster Linie bei Dinos der Disaster. Und diesen dürfen wir spezial beschwören, sofern wir zwei Monster vom Feld oder von der Hand schießen können, darunter muss sich aber ein Erdemonster befinden, aber das ist natürlich bei Dinos nicht sonderlich schwierig, gerade wenn wir hier vielleicht noch ein Baby mit auf der Hand haben, schon haben wir eigentlich Combo und das ist wirklich insane und sollten sogar beide Monster Erdemonster gewesen sein, können wir noch ins Extra-Deck des Gegners schauen, dort dann bis zu drei Karten verbannen, die müssen aber einen unterschiedlichen Namen haben. Aber gerade gegen Combo-Decks ist das natürlich wirklich insane. Aber Dinos macht natürlich noch viel, viel mehr und zwar können wir in Dinos auch eine kleine Fire King Engine spielen, denn die Fire Kings wollen ja auch ständig was zerstören und dank der Field Spell ist es uns ja erlaubt, ein Monster von unserer Hand oder vom Feld zu schießen und das kann dann natürlich auch ein Baby sein. Und schon haben wir hier auch Combo und haben zusätzlich noch Access auf den Garaunix. Und sollte unser Gegner dann vielleicht ein Feuermonster von uns schießen oder so, können wir dann noch eine Fire King Engine starten, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Von daher ist Dinos gerade so flexibel. Du kannst hier so viele Wege gehen. Du kannst hier eine reine Going Second Variante spielen oder natürlich eine First Variante. Denn dieses Deck ist natürlich auch in der Lage, dir einiges aufs Board zu legen. Wie zum Beispiel eine Appaloosa, ein Evolzer Lars oder natürlich auch ein Dolka. Beziehungsweise kann dieses Deck auch noch einiges an Non-Engine spielen. Also man sollte Dinos nicht unterschätzen und gerade wenn du schon einige Zeit Dinos spielst, gelingt es dir tatsächlich auch, um die ein oder andere Handwerb rumzuspielen und gerade dank des Verschidosauriers haben wir auch die Möglichkeit, dass unsere Monster, also gerade die Dinos natürlich, unaffected sind von aktivierten Effekten unseres Gegners und das ist wirklich insane, aber dieses Deck hat natürlich auch die ein oder andere Schwäche und zwar gilt der Effekt des Verschidosauriers nur für Dinos, die sich auf dem Board befinden. Das bedeutet, alles, was vielleicht im Friedhof stattfindet, das kann der Gegner durchaus interrupten und die größte Schwäche des Decks ist natürlich der Droll, weil du dir schon das ein oder andere deiner Hand hinzufügst. Aber auch den Droll muss natürlich der Gegner erstmal auf der Hand haben. Dann geht's weiter mit meinem Viertplatzierten und da sehe ich tatsächlich Flow Wanderies. Ja, dieses Deck ist gefühlt nicht tot zu kriegen. Dieses Deck hat ein themeninternes Floodgate, beziehungsweise nicht nur eins, sondern bis zu drei, wenn du auch noch die Schnäule spielst. Die ist ja auch in der Lage, die ganzen Monster deines Gegners zu booken, was natürlich auch dazu führen kann, dass vielleicht der ein oder andere Gegner nicht weiterspielen kann. Dann haben wir natürlich noch unsere Trap, die das gleiche macht. Wir müssen dafür aber eine Tributbeschwörung durchgeführt haben und die Trap muss sich dann im Friedhof befunden haben. Und die Trap ist auch noch in der Lage, dass wir selber im gegnerischen Turn spielen können, auch ohne die Field Spell. Und wir haben natürlich hier auch noch Kaizen, der ebenfalls ein Floodgate ist und aussagt, dass Monster, die spezial beschworen wurden, in Angriffsposition sich befinden, ihre Effekte nicht aktivieren können. Das heißt, wir nehmen hier schon mal die ganze Link-Mechanik auseinander, beziehungsweise hops. Und das macht das Deck halt wirklich sehr, sehr gut. Und das Besondere an dem Deck ist auch, dass du hier immer selber wieder dafür sorgst, dass du Follow-up generierst. Denn deine kleinen Vögel werden ja verbannt, wenn sie das Feld verlassen. Und sollte dann ein geflügeltes Monster beschworen werden, beziehungsweise normal beschworen werden, dann kannst du dann deren Effekte in der Verbannung aktivieren, sodass sie sich dann wieder deiner Hand adden und so hast du halt immer wieder Access auf deine großen Vögel, auf deine kleinen Vögel und dank des Reisers kannst du auch die eine oder andere Karte recyceln und dafür sorgen, dass du sie auch noch ziehst, dank deiner permanenten Spell, beziehungsweise dank der ganzen Töpfe, die du hier natürlich spielst. Das Deck ist auch an sich sehr, sehr konstant, jedenfalls auf dem Papier. Manchmal schlägt sich das Deck selber, wenn du einfach nicht in einen kleinen Vogel reinziehen kannst, aber an sich kannst du hier bis zu 6 Töpfe spielen. Topf des Wohlstands und auch Topf der Gegensätzlichkeit machen dir nichts aus, denn du willst ja keine Spezialbeschwörung durchführen und du brauchst auch dein Extra-Deck eigentlich überhaupt gar nicht, da du ja hier mit deinen themeninternen Floodgates spielst. Das Besondere an dem Deck ist auch, dass du noch den Shifter spielen kannst, der ja auch einen Auto-Win-Button gegen sehr, sehr viele Decks darstellt.
Welt und du kannst hier auch noch zusätzlich Dimensionsriss spielen. Die Karte tangiert dich überhaupt gar nicht, aber deine Gegner schon und deswegen ist dieses Deck, wenn du es gut beherrschst, natürlich ein extrem ekelhaftes und schwer zu bespielendes Deck und deswegen hier finde ich auf jeden Fall zu Recht auf dem 4. Platz. Das nächste Deck, was ich euch vorstellen möchte und sich auf dem 3. Platz befindet, ist Horus Phantom Knight. Ja, das Deck ist nicht günstig, aber wenn du dir die Horus Engine leisten kannst, kannst du Phantom Knight wieder zu einem gewissen Grad kompetitiv spielen. Auch dieses Deck hat tatsächlich schon die ein oder andere Regio gewonnen, beziehungsweise hat dieses Deck auch schon die ein oder andere Top-Platzierung erzielt und ich glaube, damit haben tatsächlich nur die wenigsten gerechnet. Die Horus Engine macht dieses Deck an sich konstanter, weil du nicht mehr so einfach in die Bio rein spielst, denn du brauchst jetzt nicht mehr den Access auf die Adventure Engine, die kannst du natürlich noch zusätzlich spielen, so kommst du aber dank der Horus Engine tatsächlich in den ein oder anderen Friedhofseffekt deiner Phantom Knights, beziehungsweise gibt dir die Horus Engine auch Access auf den Photonen Lord und der ist ja ein Monster Negate, das heißt, du hast hier schon mal Nibiru umspielt, beziehungsweise bist du hier Nibiru Proof und das ist natürlich für das Deck sehr, sehr wichtig gewesen, weil Nibiru hat tatsächlich, muss man ehrlich sagen, Phantom Knight ganz, ganz oft zerstört, weil du halt, wie angesprochen, nicht immer in die Adventure Engine kamst. Auch wenn du hier natürlich Zugriff auf Cherubini hast, der dich ja durchaus in die Adventure Engine bringen kannst, ist es tatsächlich manchmal der Fall gewesen, dass du auch deine Normal Summon brauchst und die Adventure Engine sagt ja aus, dass du deine Normal Summon bzw. den Effekt deiner Normal Summon dann nicht mehr aktivieren darfst und das kann dir natürlich mitunter schon wehtun. Nichtsdestotrotz kannst du hier trotzdem, wie angesprochen, natürlich die Adventure Engine spielen und es gelingt dir tatsächlich auch, sagen wir mal zu 50, 60, 70% durchaus den Photonen-Lord aufs Board zu bekommen und zusätzlich noch den Greifenreiter von der Adventure Engine und damit hast du ein Omni-Negate plus ein Monster-Negate schon mal safe alive und dann kommt ja erst die Phantom Knight Engine. Das bedeutet, du hast hier vielleicht einen Fogblade unzulegen oder sogar zwei, hast da noch einen Schuss mit Badish beziehungsweise kannst ja noch einen Xyz Summon machen in den Rebellions-Xyz Drachen, der dir hilft, Monster-Effekte zu negieren und dank dessen Beschwörung, die du ja dann natürlich im Gegnerturn erst gemacht hast, dann noch einen Schuss hast mit Badish, das ist halt auch wirklich gar nicht mal so bad. Eines der größten Probleme ist aber der Shifter. Wenn du den abbekommst, dann machst du gar nichts mehr. Das muss man ganz klar so sagen, weil du hier auf jeden Fall safe auf dem Friedhof angewiesen bist. Du willst ja den ein oder anderen Friedhofseffekt aktivieren. Kannst du das nicht machen? Sieht schon extrem bitter für dich aus. Und das Problem an dem Shifter ist ja, dass der für zwei Spielzüge gilt. Das heißt, der tut dir halt richtig, richtig lange weh. Und auch eine Ash bzw. auch eine Impermanence auf den guten Badish tut dir tatsächlich auch weh, weil du ja schon den Mill haben möchtest, beziehungsweise das Setten des Fogblades und wenn das nicht durchgeht, das tut dir natürlich schon, wie angesprochen, extrem weh. Aber dieses Deck hat dafür auch einige Stärken going second und zwar kannst du hier unter anderem den Droplet spielen, weil du hier durchaus die Effekte nicht gleich aktivieren musst, beziehungsweise die Kosten sind für dich okay, weil du den Friedhofseffekt ja dann aktivieren kannst, deines Phantom Knight Monsters oder deiner Phantom Knight Karte, die du discarded hast, beziehungsweise in den Friedhof gesendet hast, gelegt hast, wenn du möchtest. Und das macht das Deck natürlich extrem gut, beziehungsweise synergiert es dann natürlich extrem gut mit dem Droplet. Ansonsten kannst du hier natürlich auch noch Enemy Controller spielen, denn wenn du ja jetzt ein gegnerisches Monster klaust, indem du ein Monster von dir als Tribut anbietest, das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Dein Phantom Knight Monster befindet sich im Friedhof. Du kannst irgendwann später den Effekt aktivieren im Friedhof, um dann halt deine Phantom Knight Engine zu starten. Weshalb auch hier diese beiden Tech-Karten in dem Deck unfassbar stark kommen. Und deswegen glaube ich, wenn du Horus Phantom Knight richtig gut beherrschst, dann hast du hier auf jeden Fall gute Chancen, den ein oder anderen Top bzw. den ein oder anderen Win einer Regio einzusacken. Machen wir jetzt weiter mit dem Zweitplatzierten und da sehe ich Red Dragon Archfiend. Dieses Deck kam ja erst letztes Jahr raus, beziehungsweise haben wir dazu ein Structure Deck bekommen, was richtig, richtig gut durchdacht war. Du kannst hier die Büstels drin spielen, du bekommst hier nochmal indirekten Support bald und zwar durch den Red Lotus King Flame Crime und der sagt aus, dass du ihn von deiner Hand spezial beschwören kannst, sofern sich ein Fiend Tuner auf deinem Board befindet und sollte er spezial beschworen werden, kannst du dann deinen Gegner gleich nochmal burnen für 400 Damage pro Feuermonster, was sich derzeit auf dem Board befindet. Das ist also auch zeitgleich nochmal eine Time-Karte und dieses Monster hat auch noch einen Friedhofseffekt und zwar sollte diese Karte als Synchromaterial in den Friedhof gesendet werden, kannst du eine normale Trap von deinem Deck in den Friedhof senden. Bedeutet, du könntest hier zum Beispiel dafür sorgen, dass du den Rumpelteufel in den Friedhof bekommst, was natürlich dann vielleicht schon ein Problem sein wird für deinen Gegner, wenn du dann einen Namen callst und er die Effekte der Karte nicht aktivieren kann. Und das ist natürlich auch schon fast ein Auto-Win-Button. Ansonsten kannst du natürlich durch dieses Deck auch den Calamity Lock spielen. Du kannst hier aber auch eine Kontrollvariante spielen mit den Supernova-Drachen plus die Red Zone. Und du kannst hier auch noch den Steinputzer drin spielen, also jetzt
den Erdgebundenen, der jetzt neu rauskam, kannst ihn discarden, denn der sucht uns ja ein Fiendmonster der Stufe 3 oder niedriger. Das bedeutet, du kommst hier auch unter anderem an den Seelenresonator ran. Und der ist ja auch wieder One-Card-Combo in deine ganze Combo. Das ist halt extrem stark. Unter anderem kannst du vielleicht auch in Zukunft noch die harmonische Synchrofusion hier drin spielen. Diese Karte sollte man wirklich nicht unterschätzen. Die Karte erlaubt es dir halt dann ein Synchromonster und ein Fusionsmonster mit den Materialien auf deinem Board. Das muss aber dann ein Tuner und ein Non-Tuner gewesen sein, die du dann in den Friedhof sendest. Und dann darfst du sowohl das Synchromonster als auch das Fusionsmonster von deinem Extra-Deck spezial beschwören. Und so hast du vielleicht Access auf Blumenbaronen plus ein gutes Fusionsmonster, was vielleicht noch in Zukunft rauskommt, beziehungsweise jetzt schon draußen ist, aber mir gerade nicht einfällt. Von daher sollte man auch dieses Deck nicht unterschätzen. Du kannst hier auch, wie angesprochen, halt verschiedene Varianten spielen. Und das finde ich halt immer extrem stark an so einem Rogue-Decks. Machen wir jetzt weiter mit dem Erstplatzierten. Und da bin ich extrem gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und da sehe ich Chimera Branded. Du kannst hier so viel Non-Engine spielen. Dieses Deck ist so explosiv. Und das ist auch gleichzeitig fast die größte Schwäche des Decks. Denn sollte nämlich das Duell über 5-6 Spielzüge sich ziehen, dann hast du hier schon ein extremes Problem, weil du nämlich kein Grind-Game hast. Bedeutet, du willst hier mit deinem explosiven Spielstil deinen Gegner so schnell es geht seine Lebenspunkte rauben, also seine Lebenspunkte unter 0 schicken, damit du das ganze Duell gewonnen hast. Und das kann das Deck wirklich relativ zügig schaffen, weil du halt diesen explosiven Spielstil hast. Du kommst hier relativ zügig zweimal auf Guardian Chimera, einmal im gegnerischen Turn und dann nochmal in deinem Turn und kannst so gegebenenfalls bis zu 3 Karten schießen, beziehungsweise auch 3 Karten nachziehen, wenn du jetzt beide Guardian Chimeras rausgebracht hast. Und die Guardian Chimera hat jetzt nicht so wenig ATK. Mit 3300 braucht man sich hier, glaube ich, nicht verstecken. Und zusätzlich hast du auch First Turn die Möglichkeit, deinem Gegner bereits eine Handkarte zu mopsen, was natürlich auch extrem stark ist. Und das verdanken wir alles dem König der Phantomungeheuer, der noch einen weiteren Effekt hat, und zwar einen Friedhofseffekt. Und der wiederum aussagt, dass man dann noch ein Monster wieder spezial beschwören darf, welches ein Ungeheuer ist, ein Fiendmonster oder ein Illusionmonster. Und das bedeutet, wir könnten hier sogar noch mit der Barrierestatue des Abgrunds spielen. Die ist ja ein Unterwäldler, und wenn wir diese dann im gegnerischen Turn aufs Board bringen, dann macht fast die komplette Meta nichts, bis auf Labern vielleicht und vielleicht das ein oder andere Büstil-Package bzw. Büstil-Deck. Aber ansonsten ist tatsächlich die Barrierestatue wieder ein Auto-Win-Button, und das kann sich natürlich durchaus sehen lassen. Und du kannst hier natürlich auch wieder verschiedene Varianten spielen. Du kannst hier eine Runic-Variante spielen oder du spielst halt viel mehr Handtraps, beziehungsweise in Zukunft kann ich mir sogar vorstellen, dass hier noch die ein oder andere Illusion-Karte mit reinkommt, weil Illusion ja ein neuer Archetype ist und der wird bestimmt noch mit sehr, sehr viel Support versorgt. Von daher sollte man dieses Deck auf jeden Fall auf dem Schirm haben, und deswegen ist es aus meiner Sicht auch eins der besten Rogue-Decks, die man zurzeit spielen kann. Aber natürlich gerne eure Meinung wie immer dazu in die Kommentare, generell zu meiner Liste, und damit möchte ich auch gerne das Video beenden. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat, dich vielleicht sogar ein bisschen weitergebracht hat in deiner Wahl deines Rogue-Decks. Wenn dem so sein sollte, auf jeden Fall einen Like da lassen und natürlich auch ein Abo, wenn du es bis dato nicht getan hast. Und damit bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden von euch, meine Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut, haut rein, ciao.